Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Grand Adventure. Das wollte ich nicht. Wir sind zurück in der Arena. Wir machen an dieser Stelle weiter. Wir haben noch drei Charaktere in diesem Part vor uns und insgesamt nur noch 9 Stück. Und dann sollten wir mit der Arena durch sein und können uns wieder bei Lysop umschauen und die Special Mission dort machen. Wir nehmen jetzt mal Vivi. Und wie ihr gesehen habt, habe ich bis jetzt nur Peru und Karu. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass sie auch noch Chaka haben müsste. Verdammt. Okay, also das hier vergrößert meine Reichweite mit meinen Angriffen. Macht auch Damage, wenn er drin steht. Ich mache auch mehr Damage damit, wenn ich ihn damit hitte, aber es wird sofort wieder deaktiviert, wenn er mich trifft. Er hat auch Peru, na super. Ja, jetzt ist es wieder auf 0. Die Reichweite ist geringer und der Schaden auch. Das trifft sogar auf die Super Attack X4X zu. Und leider geht es halt ewig, bis es da fertig ist. Oh Gott. Okay. Ich versuche ihn einfach mal mit der Super Attack zu treffen, bevor das deaktiviert. Nope, absolut nicht. Aber dadurch wird es auch noch verringert. Also, wenn man es versaut, hat man auch da wieder das Level weg. Das ist ein bisschen scheiße für mich. Sag mal, ganz ehrlich, es klappt gerade gar nicht. Es ist aber auch Slow-Mo des Todes hier. Sag mal, das kann nicht so schwer sein. Jetzt heilt er sich auch noch, damit zu treffen. Hä? Moment, falscher Move. XX brauche ich. So, das vergiftet ihn. Das verwirrt ihn und macht ihm Schaden. Und ich kann das steuern. Sie hat schon ein paar gemeine Moves mit ihren Faunslashern. Aber irgendwie klappt es in diesem Level überhaupt nicht. Was passiert hier überhaupt? Das macht gar keinen Sinn. Na. So, erledigt. Mein Gott. Das war jetzt irgendwie extrem nervtötend. Okay, ja, wenigstens so viel gegen Sanji kämpfen, das heißt, besser konnten wir uns nicht schlagen. Auch wenn es nicht sonderlich gut war. You wanna fight me? Ah, that's a crime. Battle! Fight! Oh. Das war jetzt irgendwie relativ unelegant. Unelegant! Ups. Das auch. Versuch selber noch so ein bisschen. Aua! Okay. Ich dachte, das schlägt mich. Versuch selber noch ein bisschen ihre Moves rauszufinden. Hoppla. Aua! Ich treffe aber damit auch überhaupt nicht. Mein Gott. Es ist halt alles so fucking Slow-Mo hier. Jesus Christ. Und das, der Damage, den der macht. Alles klar, ey. Aber egal, gewonnen. Und jetzt läuft die Musik einfach wieder normal, sehr gut. I can't believe I won. Win.
kann nicht glauben, wie dumm und slow-mo-haft diese Matches gerade sind. Ich kann nicht mal was dafür, ich kann nicht mal was dran ändern. Einfach nur der Emulator, der mich voll spinnt. Das ist eins der Level, das wenigstens noch geht. Oh, okay, aua. Also ohne Reichweite ist sie echt ein bisschen unpraktisch. Meistens jedenfalls. Oh, okay. Er hat das gekontert, aber die der Damage-Bereich war schon da. Also hat er es, aua, nicht gut gekontert. Oh, er fängt ja schon wieder mit demselben Move an. Aua. Dann halt auf die Art, ne? Oder auch nicht. Oh, doch. Ja. Ein sehr fairer Kampf hier. Jetzt macht er schon gar nichts mehr. Er hat keinen Bock mehr. Ich glaube, er fühlt sich unfair behandelt. Au, das... Faszinierendes Battle. Oh mein Gott. Aber wichtig ist, dass wir alle Charaktere noch ein letztes Mal sehen. Denn hier in der Arena schauen jetzt alle einfach ein, also fünf Battles lang an und dann war's das. Dann reicht das. Mit Ausnahme dieses Specials, das ich am Ende mache, wo ihr nochmal alle Attacken, alle Special Attacken und Secret Attacken seht. Aber ansonsten. Aua. Ansonsten. God damn it. Muss das reichen? God damn it, Sanji. Die Reichweite ist einfach nicht existent. Und der Damage eigentlich auch nicht. Ja klar, jetzt wurde er einfach geheilt. What the fuck? Und er slidet versehentlich davon. Hallo Sanji, nerv mich nicht. Was machst du da? Alter. Also... Was soll ich machen? Die wuselt hier nur mit ihren... Na, super. Au. Das war's auch schon wieder mit meinem Bonus hier. Ist das ein dummer Kampf? Also da gab's wirklich bessere Charaktere. Aua. Oh mein Gott. Da gibt's wirklich sehr viel bessere Charaktere. Aber es gibt einige, die mich tatsächlich doch sehr langweilen. Don Creek gehört dazu. Vapor wird auch dazu gehören. Vivi hier ist jetzt auch nicht gerade spektakulär oder so. Viel kann die leider auch nicht. Na toll. Was macht das überhaupt? Nix, okay. Ich dachte, es verwirrt wenigstens ein bisschen oder so. Oh mein Gott. Keine Ahnung, was das hier für ein seltsamer Tanz ist, den wir aufführen. Aber das ist total bescheuert. Wow.
Ah, das Fass ist kaputt. Sehr schön. Au. Ach komm, Scheiße. Aua. Ah, ist das ermüdend, dieser Kampf, ganz ehrlich. Und ich glaube, wir haben auch schon alles von ihr gesehen, außer die Secret Attack. Hier ist noch Peru und ich bin auch noch voller Öl. Ups. Oh, nice. Getroffen. Habe ich nicht erwartet. Das macht nicht mal wirklich Damage auf die Art. Super. Und das war auch klar. Weil die Gegner kontern einen immer. Er blockt halt. Kann ich das Ding zerstören? Das interessiert mich gerade näher. Aua. Ich glaube nämlich nicht, dass ich noch gewinne. Und ich will eigentlich auch nicht wirklich gewinnen und noch mehr Kämpfe mit ihr machen. Das ist ja mal so öde. Fucking hell. Okay, also tut mir leid für alle, die gerne mit diesem Charakter spielen, aber... Aber... Mich hat das gerade gar nicht gereizt. No design for you. Nein, Sanji hat gewonnen, nicht ich. The fuck? Ich bin nicht Sanji, aber okay. Vielleicht meinen die, dass ich überhaupt was gewonnen habe. Ich habe tatsächlich 3 Karten gekriegt, obwohl ich schon wieder immer gegen dieselben gekämpft habe. Aber auf jeden Fall hätten wir damit jetzt Vivi durch. Dann machen wir als nächstes doch einfach Nami. Das Outfit kennen wir, glaube ich, noch nicht. I'm not just any girl. It seems you yearn for an early grave. Battle! Fight! Cyclone! Okay, das macht schön Damage. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Damit kann ich ihm, glaube ich, Geld klauen. Oh, jetzt springt er da hoch durch den Dummen. Bleib stehen. Vögelchen. Ja, ich glaube dadurch Geld. Und dann kam auch noch der Cyclone zurück. Cool. Blocken, wie wär's? Okay, dann nicht. Dann machen wir eine der anderen Attacken. Hör auf wegzulaufen. Nein! Okay. Vollidiot. Okay, normalerweise treffen, glaube ich, die Cool Balls und Beat Balls auf und machen Damage. Ja. Und dann kommt der Blitzschlag und der macht dann nochmal ordentlich mehr Schaden. So, also Nami ist wenigstens eine der Strohhüte und hat deswegen 3 Special Attacks. Dann können wir uns die zumindest mal ansehen und ihre Kombos sind in meinen Augen doch interessanter als Vivis.
Aber die Gegner sind mir immer dieselben. Along Sanji, Along Sanji und noch irgendjemand. Okay. What? Against you? Nami. Nami. Ich glaube, dass er eigentlich Nami Swan sagen sollte, aber okay. Fight! Nein! Damn it! Komm her! Ein Sturm für dich! Oh, wie weit fliegt das denn? Wie viel Damage macht es? Naja, gut, er hat keinen Defense, aber trotzdem. Das war ein Fehler von ihm. Geschafft. Aua. For fuck's sake, wo kommt der Panda her? Jetzt sage ich jetzt mal nix, Nami. Okay. Wieder Along. Wie unerwartet. I'm not just any girl. It seems you yearn for an early grave. Battle! Fight! Wait. Shark and all! Okay. Das war die falsche Richtung. Wird er sich schon wieder umbringen? Und wie man im Geräusch hört, klaut auch das ihm Geld. Da ist das ganze Geld. Man kriegt es dann wieder aufgefüllt. Sehr nice. Oh. Ja doch, das. Ah, das war der richtige Move, aber ich krieg den einfach nicht hin. Weil ich dauernd unterbrochen werde. Jetzt trifft er mal, aber auch nicht so oft. Schade. Ich glaube, der Move ist nicht so gut. Au. Ich will mit den verdammten Vögeln treffen. Oh, ich hab getroffen. Oh, wow. Treffen noch öfter. Oh, Mann. Der darf nicht dauernd gegen die Wand prallen, sonst klappt das einfach nicht. Okay, es klappt überhaupt nicht. Boah, der war... Ach, das sind ja die Bergbanditen hier. Die Bergräuber. Mir gar nicht aufgefallen. Ja, genau. Was ist das für eine miese... Aua. Diese Scheiße. Bleibt weg, ihr blöden Diener. Ja, hier, nehmt ihn. Der kommt wieder. Der Cyclone Tempest kommt zurück. Okay, das macht doch schon ein wenig mehr Spaß hier mit Nami. Welche Charaktere haben wir dann noch? Nach Nami haben wir, glaube ich, noch 7. Theoretisch sollten wir uns hier auch die Secret Attack ansehen, aber ich weiß nicht, ob das was wird. Wie immer. Weil diese verdammten CPUs das dauernd kontern. What? Against you? Nami. Oh Mann. Lock den jetzt einfach ein bisschen. Oh,
Okay, das war fies. Das klappt nicht so, wie ich dachte, aber auch ganz gut. So, Genzo. Der Genzo läuft einfach nur ganz gemütlich hinter ihm her. Der rennt nicht mal oder so. Der hat alle Zeit der Welt. Oh, das wollte ich nicht. Okay, das kriegt man schon hin. Ich erwarte, dass es trifft. Es ist jetzt schon der zweitletzte Kampf, weil die ist dann echt schnell, muss ich sagen. Jetzt bleibt doch mal stehen. Hier. Vögel. Mehr Vögel. Und nochmal. Au. Au. Das wird wehtun. Oder auch nicht. Egal, besiegt ist besiegt. Okay, und diesmal schon wieder Arlong? Oder war das jetzt erst der... Nee, das ist tatsächlich Arlong, Sanji, Arlong, Sanji, Arlong. Wow. I'm not just any girl. I'll show you the difference between us. Final battle. Fight! Oh Mann. Oh, leck mich doch mit deinem dummen Move. Da verzieh dich. So, kannst du mich mal, ganz ehrlich. Der nervt mit seinem Sharken da auch. Also schmeiß ihn da ein paar Mal runter. Und sieht doch, was er davon hat. Kann ich den überhaupt blocken? Ich versuch's jedenfalls gerade. Es scheint zu funktionieren. Ich block gerade einfach nur und Arlong lässt sich umbringen. Ich. Gott, ist der verblödet. Ich muss jetzt hier weg. Okay. What the fuck? So war das nicht geplant. Gucken, ob wir das noch hinbekommen. Nice. Gut, damit haben wir schon zwei Charaktere durch. Wieder irgendwie drei Karten gekriegt, ich weiß nicht warum. Und als nächstes nehmen wir noch Nico Robin als Geisha. Ja, die Fähigkeiten von Miss Golden Week bringen mir nicht so viel.
die sind als Gegner, also wenn ich selber getroffen werde, scheiße. Aber ich glaube, CPUs stört das nicht so sehr wie mich. You're silly! Leider ist Robin auch keiner meiner Favoriten, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal sehen, ob das trotzdem klappt. Schade, nicht gefangen. What? Okay, jetzt muss ich aber selber gucken. Wie, das hat nicht getroffen. So ein Dreck. Und dann wird er auch noch. Oh, ich auch? Wieso ich? Hä? Okay, irgendwie klappt das nicht wie soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso hat er jetzt Peru bekommen? Ich versteh's nicht. Meine Fresse, also. Das ist echt unfair. Gut, dass die Slow-Mo-Effekte überhaupt nicht ermüdend sind oder so. There's no escape. Here I come. Battle. Fight. Okay, ich weiß nicht, was sie da genau tut, aber es hat irgendwie getroffen. Schade. Ach komm. 16 more red. Alter, ich treffe halt gar nichts. Gar nichts treffe ich mit dir. Au. Nein. Da fand ich gleich runter. Ja. Aber ja auch. Was sind das für Angriffe gewesen? Hab ich die gemacht? Das ist so seltsam, was hier passiert. Ganz ehrlich. Was war das jetzt schon wieder? Ich verstehe die Attacken von ihr einfach zum Teil gar nicht. Ganz ehrlich. Das ist so seltsam. Is it over already? Das ist richtig weird. Okay, wir kämpfen als nächstes gegen mich selbst. Auch gut, mal ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Allerdings war die, glaube ich, ein ziemlich starker Gegner. There's no escape. Can I help you? Battle! Fight! Und das Level laggt halt schon wieder wie Sau. There's no escape. Alter, mach halt noch mehr Damage. Oh, verdammt nochmal. Unfair. Oh mein Gott, lass mich doch was. Jesus Christ, was ein bescheuerter Blödsinn. There's no escape. 16 more red. Na super. Das geht einfach nur in die Wand rein. Well, nicht so trifft kein einziger dieser Moves. Das ist ja echt für voll für den Arsch. Dann lassen wir's halt. Dann kämpft man halt komplett ohne Specials. Aber. Ja.
ja echt knicken. Was macht die für Moves? Ich check's halt überhaupt nicht. Au. Okay. Ich gewinne auch noch, wie es scheint. Oh oh. Nein, wieso fall nur ich runter? Das war jetzt total uncool. Den Move hab ich gerade versucht. Alter, was soll denn der sein? Was ist das? Was ist das? Das ich verstehe gar nichts. Bei der klappt's auch nicht. Alter. Was für ein Blödsinn. Welche Richtung? Was ein seltsamer Kampf, ganz ehrlich. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich check Nico Robin gar nicht. Ich check ihre Supers nicht. Aber ich check nicht mal ihre normalen Moves. The customer is always right. Battle! Fight! Wieso macht das jetzt keinen Damage? Nur weil er eine Bewegung war. Okay, es hat ihn getroffen, aber wirklich viel zu selten. Okay, und das hat Reichweite, das ist interessant. Aber es ist so langweilig und sinnlos, dieser Kampf. Also nicht nur der Kampf, der Charakter. Ich krieg's nicht hin, nicht. Ich, das funktioniert aber nicht. Na super. Oh mein Gott. Ja, toll. Ich pack's nicht. Ich treff nichts, gar nichts von ihren Moves. Ich finde den Kampf ziemlich sinnlos. Naja. Was will man machen? Au. Ich kann wirklich nicht sagen, was das hier bedeuten soll. Interessanterweise gewinnen wir gerade, glaube ich. Vielleicht nicht mehr lange. Was war das denn? Das machst du jetzt aber nicht die ganze Zeit, oder? Ich mache halt aber auch nur den bescheuerten Move. Verdammt.
Die ganze Zeit fällt nur dieser Mario runter. Aua. Naja, gut. Wenigstens haben wir ihn jetzt besiegt. Das heißt noch ein Gegner und dann haben wir es. Is it over already? Mein Gott, ja. Okay, Aum. Dann wär's das. Mal sehen, ob wir den überhaupt platt kriegen. Ich habe nämlich keine Ahnung. There's no escape. Pitiful. Final battle. Fight. Ja, so nicht. Ja, bitte mach mich fertig. Hauptsache, der Kampf ist ein bisschen schneller vorbei als der letzte. Ganz ehrlich. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Schade eigentlich. Wieso hat er jetzt einen Waver? Was soll denn der Blödsinn? Der ist viel zu groß. Ja. Ja, fuck. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich mich gegen den wirklich wehren soll. Ich mache viel zu wenig Schaden. Ich treffe keine Special Attacks, überhaupt keine. Und er macht die ganze Zeit Kack-Waver, super. Ich hasse diesen Waver. Ach, die Crew ist auf meiner Seite. Nicht mehr lange, wenn ich sie schlage. Scheiße. 100 for it. Verdammt. Hallo? Ja, so wird das nix. Delphinium. Compared to me. Viel zu wenig Schaden. Pardon. Ach komm, du Arsch. Was war das denn? Absolut uncool. Und jetzt haben wir beide Wespen. Und ich weiß nicht, in welche Richtung ich muss. Das ist fies. Das ist echt uncool. Ja, nee, ich kann nichts machen. Okay. Sie wollten am Ende nicht mal mehr blocken. Aber gut, damit hätten wir es durch. Das waren die drei Charaktere für diesen Part. Jetzt haben wir nur noch zwei Parts vor uns. Dann sind wir mit der Arena theoretisch durch. Passt schon, wir hatten unsere 5 Kämpfe, auch gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut und bis dann. Ciao.